Es ist wieder soweit, eine neue Folge von Kochen ist easy, meine allererste eigene Kochshow hier auf diesem Channel, ganz exklusiv. Und heute machen wir Popcorn-Garnelen. Warum Popcorn-Garnelen? Weil es einfach passend ist zu einem Filmabend, kannst du ganz easy reinsnacken. Dazu machen wir noch eine eigene Wasabi-Mayonnaise und damit fangen wir jetzt auch an. Für die Mayonnaise brauchen wir zwei Eigelb. Das trennen wir erstmal voneinander. Durch die Eierschale trennt sich das Eiweiß ganz gut. Eigelb rein. Dann wollen wir noch ein bisschen Senf. Ein Teelöffel reicht. Dann machen wir eine Prise Salz rein. Ein Schuss Limette rein. Limette, Senf und Ei brauchen wir für die Bindung. Dann reines Pflanzenöl. Dann mache ich den Mixer mal auf Stufe 1. Das Öl kommt nämlich nicht sofort rein. Das müssen wir peu à peu reinschütten. Ungefähr 100 Milliliter brauchen wir hier. So, das sieht schon ziemlich gut aus. Ist eine gute Bindung da. Das nehmen wir jetzt raus und schütten es hier rein. Das ist dann schon mal die Base. Hier machen wir jetzt einfach ganz easy noch ein bisschen Creme Fraiche rein. Dann etwas Wasabi, weil es soll ja eine Wasabi-Mayo werden. Nehmen wir dann so ein bisschen um. Man kann auch zum Beispiel, wenn man ganz lustig ist, jetzt ein bisschen Abrieb von der Limette oder der Zitrone reinmachen. Und fertig ist die Wasabi-Mayo. Ist echt ganz geil geworden, muss ich sagen. Dann machen wir jetzt die Popcorn-Garnelen. Ich habe hier ganz einfach Tiefkühlgarnelen genommen. Die funktionieren wirklich super. Die sind manchmal auch schon ein bisschen vorgegart. Das heißt, die müssen da nicht ganz so lang in diesem heißen Öl gleich baden oder frittieren. Ich nehme jetzt hier einfach mal alle. Die schneide ich jetzt einfach in drei Teile ungefähr, dass wir halt dann so eine Art Popcorn-Größe haben. Ihr könnt sie auch im Ganzen panieren, ja. Aber ich fand halt die Idee ganz lustig mit dieser Popcorn-Größe, Popcorn-Garnelen eben für einen Filmeabend. Jetzt kommt die, also das Paniermehl. Da habe ich jetzt Panko-Mehl genommen. Das ist so ein bisschen grobkörniger, würde ich jetzt mal sagen. Hat einen super Crunch. Machen wir jetzt hier einfach mal großzügig rein. Dann machst du einen Schuss Wasser rein. Nicht zu viel, so ein leichter Teig entsteht. So, dann klebt das gleich auch ein bisschen besser an den Garnelen. Dann packen wir die Garnelen wieder hier rein. Würzen die etwas mit Salz. So, jetzt kommt noch ein bisschen Mehl drauf auf die Garnelen. Nur ganz leicht bestäuben. Hier noch mal ein bisschen schwenken. Jetzt kommt das heiße Frittieröl. Schon im Topf vorbereitet. Mache ich mal auf volle Stufe. Ganz wichtig beim Frittieren, auf gar keinen Fall Olivenöl nehmen, denn das erhitzt sich relativ schnell und wird sehr, sehr heiß und verdampft dann und das entwickelt dann giftige Stoffe und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nehme ich jetzt wieder Rapsöl. Jetzt müssen wir einfach kurz warten, bis das Öl heiß genug ist. Und hier gibt es einen Trick, wo man es dann gleich checken kann, nämlich mit einem Holzlöffel. Da packt ihr dann einfach das Ende rein und wenn sich dann dort kleine Blasen bilden, dann wisst ihr, dass das Öl völlig bereit ist zum Abfrittieren. So, das Öl ist jetzt auch bereit. Das heißt, ich fange jetzt an, die Garnelen schon mal so ein bisschen zu ummanteln mit dem Panko. Peu à peu und mache sie dann Stück für Stück rein. Einmal kurz mit dem Kochlöffel rein, um zu checken. Also ich finde, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Da muss ich jetzt Stück für Stück rausmachen. So, schiebe schon ein bisschen was rein. Boah, die sind so crunchy, hört mal. So muss das klingen, Leute. Geil. Dann nehmt ihr einfach mal noch eine Prise Salz oben drüber. Die Mayonnaise könnt ihr oben so ein bisschen verteilen. Dann habe ich in der Zeit noch ein bisschen Lauchzwiebeln geschnitten. Schon haben wir das super leckere Garnelenpopcorn für super Filmabende. Das ist mal ein Crunch. Geil. Ihr seid dran zum Probieren. Let's go!